Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Jetzt kippen wir da schon den globalen Markt ab. Das bietet sich an. Wir haben in der Marsch jetzt aktuell keine Fischerillage mehr. Außer die Ballen, aber die Ballenzeug, das können wir mal liegen lassen. Wir können ja mal das mal sehen, dass wir hier was für Arbeit kriegen. Wir müssen das hier sowieso entsprechend loswerden, Anführungszeichen. Ob nun bei der BGH oder jetzt hier im globalen Markt. Ob das hier mehr bringt als auf dem globalen Markt, das mal gucken. Der BGH bringt glaube ich 270 ein. Und hier Stroh, Weizen, Silage. Verkaufen. Tätigen. Stroh haben wir auch ein bisschen drin. 600.000, Wahnsinn. Bestätigen. Weizen haben wir 400.000 drin. 500.000 was. Verkaufen. Bestätigen. Synchronisieren. Und jetzt kann ich den Preis sehen für Silage. Genau. Silage bringt 432. Deutlich mehr wie die BGH. Gut, ich muss aber auch bei der. naja, müsst. Ich kaufe es ja wieder ein, ne? So ist es ja nicht. Ich kaufe es ja bei der Marsch ein. Also für die BGH macht das dann keinen Sinn. Das wäre ein Minusgeschäft. Aber da wäre zumindest eine Verwertung da. Und für Futter macht das Sinn. Denn kann ich da das entsprechend zu Heu verarbeiten, wenn Wetter mitspielt. Und notfalls zu Pellets verarbeiten, ne? Also Heupellets, ne? Wäre eine Option. Obwohl ich ungern Futter für die Heizung machen würde. Ne? Aber gut, in dem Falle wäre es mal eine Ausnahme zu verwerten. Dieser Heu muss man sehen, das muss ja mal gemacht werden. Ne? Obwohl das Mähen und Trocknen, das. Ja, bei Season, das dauert ein bisschen länger. Ne? Ist nicht so, man fährt rüber und man zählt und dann achtet mit Heu. Nee. Das dauert schon ein, zwei Tage und es muss trockenes Wetter sein. Ne? So, aber das. Jetzt wettermäßig können wir noch nicht sagen, wann die was sich entwickelt. Da muss man sich überraschen lassen. So. Der ist leer, da muss man bald einen Befehl kriegen. Ja, hoffen wir, ne? So, heute spiele ich mal auch im 4K. Das klappt ganz gut. Das sieht für mich optisch besser aus. Bisschen schärfer, ne? Aber ihr merkt davon nichts. Mal gut. Jein. Ich nehme ja, ich eskaliert ja runter auf 2K, ne? Denn 4K aufzunehmen wäre dann den Augenblick Blödsinn, weil ich muss ja bei den Rändern auch auf 2K runtergehen. Und so bleibt davon 2K auf 2K. Also es würde im Prinzip dann die, ist aber der zeitliche Aufwand wäre dann größer, ne? Also beim Bearbeiten. Und so habe ich das ein bisschen in Anführungszeichen schneller fertig, ne? In Anführungszeichen. Ich kann es nicht vergleichen jetzt, also ich kann es nicht so genau sagen. Ich habe es nicht getestet. Aber wenn ich eure Rendertour von 4K auf 2K, dann muss ich entsprechend komprimieren, das dauert entsprechend länger, so wird es gleich gemacht, ne? So, muss hoch. Das Teil zum Aufnehmen. Oh, habe ich gut verkauft, ne? Also Stroh, na, wie gesagt, Stroh ist nur noch ein Peanuts, okay, hoffentlich verdient wird, aber wie gesagt, Weizen nach wie vor guter Preis und für Silage gut auch. Das ist so eine Samstagfolge, einen schönen Samstag. Jetzt muss ich auch mal nicht durcheinander kommen, ne? Das ist eh die Gefahr sowieso ganz groß, ne? Aber bei der ersten Folge ist er noch vergessen, beim letzten ist dann ja schon bei, dass ich sage, okay, jetzt bin ich durcheinander gekommen, ne? Ich denke nicht mehr daran, das ist ja. Ich will es ja, aber im Prinzip, ich habe ein Mikrofon zum Beispiel, dass ich das nicht dran
Wenn das 3 cm weg ist, dann ist es weg, ne? Dann ist es keine Absicht dahinter, ne? Ich hab's dann nur in dem Augenblick nicht dran gedacht, ne? Aber die letzte Zeit geht's ja einigermaßen. Ich habe was anderes probiert gehabt als unendet, aber das passt nicht. Das ist nicht optimal. Muss ich mir was anderes überlegen. Ich habe jetzt auch schon mal anderen Mikrofon testen, ob das mit Phantomspeisung auch gut ist. Aber mal sehen. Das ist nicht so wichtig. Weil der Ton von mir finde ich aktuell ganz gut. Auch von der Lautstärke und so. Hoffe jedenfalls, Beschwerden kamen keine. Zuletzt. Musik läuft im Hintergrund. Da muss ich mir wieder mal ein paar neue aussuchen. Ein bisschen ergänzen. Aber wie gesagt, das ist. Da muss ich mal einen Tag beigehen und gucken. Ständig neue Titel kommen ja bei YouTube ja auch nicht. Oh, das Blocking, Flugmann Blocking. Da muss ich mich drum kümmern. Meistens 1, 2, 3. Ja. das ist komisch. Toll. Und die stehen, ne? Ist der wieder voll, der blaue, der hier? Fendt. Der andere. Könnte voll sein, sieht voll aus, oder? Nö. Aber der scheint voll zu sein. Naja, so kommt nichts. Keine Langeweile auf hier, ne? Muss zählen. 1, 2, 8, ja. 1 ist 9. Wird wieder nichts. Ich will die Ernte abschließen, das ist das ganze Problem. Geht ja darum, dass die Fahrzeuge dann einmal eingestellt sind und dann normalerweise gut fahren, ne? Ja, gut. Warum fährst du nicht los? Berechne Fahrt. Das fahre ich aber mit. Ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Dass er dann hinten stehen bleiben will. So. Die glauben noch was machen. Das ist doch noch ganz schön viel. Die 28 wäre kleiner gewesen, aber. Die fährt sich beschissen ab. Da habe ich schon gewusst, warum ich die. Da habe ich mich schon durch mit Düngen. Also Düngen geht ja so in Not, ne? Aber das ist auch eine Katastrophe. Weil er mir irgendwo Probleme macht beim Kurs. Mit Kursplay. Da muss ich mal schauen, ob er jetzt richtig hinfährt. Klappt ja so im großen Ganzen. Da hinten wieder eine. Ich will nur sehen, ob der jetzt auch weiterfährt und nicht stehen bleibt. Da kann nämlich auch passieren. Öfter passieren. Ne, kann man nicht entscheiden. Generiert durch, ne? Naja, fährt durch. Ich weiß auch nicht, wieso er auf einem anderen Feld mehr tanzt, ne? Aber er fährt immerhin wieder hin. So. Ist ja auch voll. Gut, nicht ganz, aber immerhin, ne? Das ist nicht egal. So, das klappt. Neu berechnen lassen.
Vielleicht klappt das nachher. Warum nicht? Ich würde ja selber fahren, aber diese Fruchtzerstörung ist so blöd. Es könnte sein. Mal gucken mal hier. Nein. Ja. Oh. Ob das daran lag? Das könnte sein, ne? Das sieht man nicht aus. Was sagst du? Hier. Das hier. Gut. Das ist ganz komisch. Komm, wir sind die Lage noch, ne? Ich habe auch keine Lust mehr dazu, aber gut. Das muss ja mal weg. So viel ist ja nicht mehr. Ich bin so halb froh, dass ich kein Strohler mehr gemacht habe. Das hätte mir ja voll geärgert jetzt, ne? Weil da sind ja Unmengen an Stroh dabei, also vor allem lohnt sich der Aufwand nicht mehr und der ganze finanziell, ne? Das ist dann nicht mehr sinnvoll. Ich meine, hier eine Fabrik jetzt aufzubauen mit von Strohbeton, das könnte man machen, aber ich sag mal so, das ist für mich erstmal für nächste Kartenversion aktuell. Also können wir gerne machen als Tausch gegen das Sägewerk. Ja, also das ist kein extra Mod, den wir so nicht runterholen müssen, sondern im Prinzip nur aus dem Bereich des Strohbeton, ne? Also kurz mal zeigen, was ich da meine. Und zwar ist das verkehrt. Und zwar Gebäude und zwar Farmhaus, Silos, Diverses. Da müsste da irgendwo sein, ne? Das nicht. Alles von der Fettproduktion, das ist hier zum größten Teil nicht zu gebrauchen. Aber das wusste ich im Prinzip vorher. So. Sägewerk. Palettenmacher, Sägewerk. Zurück. Wir machen ein bisschen Platz. Muss ich eben gucken, wo es ist. Oder ich guck mal in aller Ruhe. Ja, Krone wäre es gewesen, ne? Bin gar nicht zu schnell. Ich übersehe. Die haben ja alles von Krone dabei. Nicht wegen Maschinen, sondern wegen. Nein, nicht dabei. Hier so ein, das so ein Ding ist das hier. Da hier. Da gibt es eine Fabrik. Da muss ich mal gucken, wo ich das finde. Aber kein Grund zur Bahn, das ist schon hier, heute nicht geplant. also höchstens in der neuen Version. Ah, da weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen werde. Mal sehen. Ich muss mir eine flachen Gegend anfangen zu bauen.
Und da glaube ich ist eher, dass Hof 1 der nächstgelegene bessere Punkt in Anführungszeichen. Und jetzt der Rechner von heiß, der zweite. Naja, heiß. Bei 70 Grad, ne? Jetzt muss man wieder mal entstauben. Aber jetzt keinen Bock darauf, alles wegzuziehen. Weil die ganze Kabelei. Oh. Und da ist viel Kabelei dran. Ne? So, lass mal ein bisschen die Lage. Hier wieder. Naja. Das, die Zeit fliegt wie Sau. Gibt's doch gar nicht. Na, 5 Minuten machen wir noch. 5 haben wir noch. Ungefähr. So ist die Lage. Schlecht für die Quote, wenn es so langweilig ist. Komme wieder nicht in meinen optimalen Rhythmus hier schauen und gucken und ja. Für weitere Vorschläge. Naja, gut. Es ist halt so, ne? Im Grunde ist es so, man braucht nur 2, 3, die wirklich intensiv das Ding mal laufen lassen. Ich meine nicht übertreiben, ne? Also nicht jetzt hier 20 Folgen am Tag und so. Nein, das meine ich gar nicht mal. Wirklich die 2 Folgen, die jetzt jeden Tag kommen, wenn die jeden Tag von 3 oder 4 Leuten mal intensiv durchläuft und auch mal auch geliked wird, ne, ob nun gut oder negativ, ist egal. Das würde einen ganz anderen Schmäh ausmachen, Vorschläge für andere. Und dann muss man da nun den richtigen finden, die es auch interessiert. Es gibt ja für alles irgendwo Interesse, ne? Zeigt mal so ganz vorsichtig. Jeder hat mal einen Geschmack und der andere mehr in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und ich hoffe, dass ich da mal irgendwann auch jemanden finde, der sich gerne bei mir auffällt, für längere Zeit, ne? Der mitmacht, der Fragen stellt, der auch mal das hat er voll hergefahren, der Tampel. Das ist wirklich Trampel. Und ganz ehrlich gesagt, wenn die Silage jetzt hier liegen bleibt für mehrere Tage, ist auch egal. Wieso fährt er jetzt so einen Scheiß daher? Das kriegt mir wieder auf den Keks. Durch mein Maisfeld. Wo ich nicht eingreifen kann. Aber gleich greife ich ein. Gibt's doch gar nicht. Du brauchst doch nicht zum Drescher fahren, du bist doch voll. Soll da doch mal reingehen. Jetzt verstehe ich nicht. Aber gut. Das ist die Technik, ne? Und das meinte ich mit durchgehend aufnehmen, damit es gut läuft. Ne? Also, wenn es halbwegs läuft, dann auch mal durchgezogen wird, ne? So. So was aufnehmen hier an. Die Lage. Hängt ja wieder so ein Stück Silage fest, das gibt's doch gar nicht. Das ist mir so, nicht aufregt, aber das ist unrealistisch. Das ist doch so ein hartes Zeug, dass das ein Takt da nicht durchkommt, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, gut, wenn das gepresst wurde, ist das schon zäh, ne? Aber wie gesagt, das ist doch nur Silage, kein Beton. Müsste man so seitlich aufnehmen können, ne? Geht nicht. Die Maus wäre nicht schlecht, wenn das funktioniert. Ich habe eine Info gesehen mit einer Maus. Naja, keine Maus in dem Sinne, sondern so, die, wo man die Rüben aufnehmen kann.
Aber das soll ja auch realistisch sein, nach Möglichkeit, ne? Also, was ich jetzt mache, ist ja auch nicht realistisch, aber. Aber irgendwas muss man hier reinkriegen, das Zeug, oder wegkriegen. Blocking full. Da müssen wir kontinuieren. Das soll ja laufen, ne? Das nicht läuft. So, der kommt jetzt angefahren. Das passt. Der kommt auch. Das läuft. Deswegen habe ich ja den Kurs hier gemacht. Naja, gut, das klappt nicht mal, ne? Naja, das ist. Naja, gut. Ich habe die Zeit wieder überzogen. So, ich schaue, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid noch tschüss. Und ciao, ciao. Tja, ja, morgen Sonntag geht's weiter hier. Mit der Ernte auf Feld Nummer 13. Riesenaufgabe, Mammutprojekt, kann man sagen. Wie gesagt, die anfangs hat man gesagt, die Zahl über weit über 1 Million Liter Weizen. Ne? Man gibt viel Bier da, ne? Aber muss mal gemacht werden, ne? So, dann mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter in Thüringen. Tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen.